uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Hallöchen und herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, Freunde, wir hatten letztens einen wunderschönen Livestream wieder im Bus-Simulator 21 und da wurde nicht zu Recht angesprochen, spiel doch mal wieder Tram. Ne? Und hatte er völlig recht, wir haben lange nicht mehr Tram gespielt, beziehungsweise die Tram gefahren. Und deshalb habe ich uns heute mal wieder was anderes rausgesucht, nämlich den Tram-Simulator Urban Transit. Ne? Das ist ja sozusagen der erweiterte Arm vom Bus-Simulator 21. Wir fahren in der bekannten Stadt Angel Shore Tram. Es ist allerdings nicht ganz dasselbe, insbesondere was die Steuerung betrifft, die ist da doch ein bisschen komplexer. Wie auch immer, wir werden uns reinstürzen, wir werden mal einen neuen Betrieb gründen und ich hoffe, ich komme damit noch klar. Leute, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder gerne auch ein Abo da. Daumen hoch, wenn es gefällt. Ne? Und ja, damit ich sehe, ob ihr davon noch mehr sehen wollt. Ne? So, also, Angel Shore, wir haben ja jetzt nicht die große Auswahl hier. Leider nur Angel Shore. Ich hatte ja gehofft, dass ihr auch noch Seaside Valley hier ja mit reinpacken. Aber nichts mehr passiert. Egal, wir schnitzen uns mal kurz und schnell einen neuen Betrieb. Nennen wir es doch mal Peru Reisen. Jetzt muss ich mal ganz kurz tippen. So, Story machen wir nicht. Wir machen natürlich Karriere. Annehmen, ab geht's. So, nicht, dass ihr euch wundert. Normalerweise hier der Hintergrundgeräusch bzw. Musik. Habe ich ausgeknipst. Ich knipse jetzt wirklich jegliche Musik aus, wo es geht. Weil jetzt haben die mir schon wieder ein Video wegstriken wollen, wegen irgendeinem Hintergrundgeklimper im Menü. Ja, und ich bin es wirklich leid, Freunde. Ja, ich investiere nicht die ganze Zeit für die Aufnahmen und Schnitt und was weiß ich, damit dann irgend so ein Kasper ankommt. Nee, aber ich habe doch zwei Akkorde gespielt. Nee, mache ich nicht mehr mit. Deshalb sorry. Ne, also denkt euch die Musik, macht Spotify im Hintergrund an, keine Ahnung. Ich mache das nicht mehr mit. So, ja, wir holen uns mal die erste Straßenbahn. Ich glaube, wir fangen hier einfach mal mit dem Klassiker an. Was ist das? Die Two Cities. Die nehmen wir mal. So, die kennen wir ja schon. Jetzt werden wir allerdings noch nicht fahren. Wir brauchen ja erstmal eine Straßenbahnlinie. Ja, das hier ist uns ja altbekannt hier, ne? Der Plan. Leider haben wir natürlich jetzt hier nicht die Flughafenerweiterung wie bei Seaside Valley, beziehungsweise die ganzen ländlichen Teile. Da fährt natürlich keine Straßenbahn, das heißt, es begrenzt sich hier wirklich auf das reine Stadtgebiet. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Hier Highlander Park, würde ich sagen, mit einer kleinen Linie zum Anfang. Stellen wir mal eine Route. So, ich würde mal sagen, wir machen zuerst mal hier so zum Warmwerden wieder so eine kleine Route durch Highlander Park. Vielleicht nehmen wir noch Lakeside mit, Lakeside View, dass es nicht allzu kurz wird. Ja, ich glaube, ja. Fangen wir mal hier an, in Surf Amador Street. Surfen wäre jetzt auch nicht schlecht, aber das ist eine andere Geschichte. Nee. So, San Pablo. Ja, nee, doch, Moment. Ich habe hier gerade... Das sieht gut aus. So. Dann. Die erste ist eine Aussteigerhaltestelle. Ne? Das habe ich natürlich jetzt nicht so intelligent gemacht. Aber das ist nicht schlimm. Wir machen das als Ringlinie, als Schleife. Dann nehmen wir einfach zum Schluss einen grünen, eine Zusteigerhaltestelle. Dann passt es wieder. Oder. Warte mal. Nee, so. Machen wir es so. Genau. Dann haben wir hier eine wunderschöne Schleife. Es ist jetzt nicht ganz ausgeglichen. Es ist jetzt in der Routennachfrage 5 zu 4.
Aber ich glaube, das können wir verschmerzen. So. Keine automatische Zuordnung. Ich werde jetzt aber, wie bei den Bussen auch, so eine kleine Pause an der Endstation einfügen. Sicher ist sicher. Ich habe jetzt standardmäßig immer 3 Minuten genommen. Ich lasse die jetzt erstmal vorsichtshalber drin. Ne, warte mal. Jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen verfranst. Sorry, Freunde. Hier. So, für mich ist heute jetzt noch gerade früh am Morgen. Deshalb, wie gesagt, ich sitze hier noch beim Morgenkaffee. Okay. Das passt. Jetzt ordnen wir gleich mal unsere Tram der Linie zu. Nee, Moment. Moment, Moment. Wir machen vorher noch was ganz anderes. Moment. Wir packen erstmal Werbung drauf. Also wenn, dann lassen wir sie von Anfang an mit Werbung fahren. Ich weiß, ich bin heute Morgen noch ein bisschen verstrahlt, sorry, Freunde. Aber es fiel mir gerade ein. Ne? Also wenn, dann jetzt. So, Aufkleber. Vollverklebung. Da hatten wir doch für die Tram so ein schönes Motiv. Fahrt, Tram, hier so eine ganz... wo ist er denn? Ja, nehmen wir erstmal das hier. Werbung. Green City. Das passt, genau. Das packen wir da oben noch mit drauf. Beziehungsweise in dem Fall unten mit drauf. Das sieht man hier unten an der Seitenleiste, die Werbung. Take the Tram. Ja. Ach so, die Sitze. Machen wir alles perfekt hier. Ja, so. Grünlich vielleicht so. Ja, genau. So, reicht. Sehr schön. Gucken wir uns mal schnell von außen an. Da ist doch ein Traum in Schleiflack. Ha? Okay. Ich denke mal, das kann man so nehmen. So, dann können wir nämlich jetzt unsere Tram auch einer Route zuordnen. So. Das ist dann natürlich die Route 1. Mehr gibt es ja auch noch nicht. Route wählen. Das machen wir mal als 24-Stunden-Linie auch. So. Und ich will jetzt nur einen kurzen Kontrollblick machen. Da müsste das so alles, ja, passen. Ja. Gut. Dann schauen wir mal zu, dass wir auf unsere Linie kommen. Die Steuerung, wie gesagt, ist hier ein bisschen anders. So, wir bimmeln mal kurz. Das gehört sich ja so, bevor man losfährt. Insbesondere Beschleunigung und Bremsen. Das wird hier stufenweise gemacht. Ja, also bei Bus-Simulator ist sie ja auch integriert, mehr oder weniger als Demo. Da steuert sie sich eigentlich fast so ähnlich wie die Busse. Das ist hier anders. Ja, also ich habe eine völlig andere Steuerung. Es ist sozusagen hier eine Stufenschaltung, die ihr jetzt hier habt. Was ja auch realistischer ist bei einer Tram. Das ist aber eine Riesenumgewöhnung. Ne? Nicht einfach nur Gas geben und bremsen, sondern das geht alles stufenmäßig. Wenn ihr jetzt die Leistung hier auf Null nehmt, ihr seht, das Ding hält nicht sofort an. Ne? Das ist, es rollt aus, wenn ihr nicht bremst. Da muss ich mich jetzt in diesem Moment auch gerade erstmal dran gewöhnen. Muss ich jetzt hier schon rüber? Nee. Oh Gott. Geht gut los hier. So, aber da drüben, da muss ich... Da muss ich ab. So. Hier auch ganz scharf drauf achten, auf die Kurven. Immer runter mit dem Tempo, sonst gibt es Katastrophe hier, ne? So, soll ich hier jetzt schon halten? Ja, okay. Also hier klingel ich auch an jedem Überweg für Fußgänger, weil so schnell kann ich gar nicht bremsen. In der Regel springen die Fußgänger dann zurück. Meistens. Nicht immer. So. Die Kollegen steigen ein. Etwas, was ich nicht so toll finde, was aber immer noch nicht gepatcht wurde oder geändert wurde.
Ihr könnt nach wie vor hier bei der Tram leider keine Fahrkarten ausstellen. Das ist sehr schade. Also bei der Tram im Bus-Simulator, da geht das noch bei der Demo-Version. In der fertigen Version gibt es keine Fahrkarten. Warum? Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es nicht. Wow, das war knapp. Wow, 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 wow. Kinder, macht mir doch nicht so eine Scheiße. Also ihr merkt schon auch, selbst für mich ist das eine ungeheure, ja, Umgewöhnung nochmal. Diese Steuerung. Ich muss sehr aufpassen, dass ich hier den Bremspunkt nicht verpasse. Ja, die gehen hier schon wieder kreuz und quer über die Fahrbahn. Aus dem Weg, Opa. Na, ja, die Kurve hier wieder. Da sind wir wieder beim Thema Kurve. Also man hat hier deutlich mehr beim Fahren zu tun, als bei der Tram im Bus-Simulator selbst. So, und hier haben wir unsere erste Abrechnung. Ist ordentlich. Also dafür, dass wir jetzt erst eine Tram haben, 247.000 oder sagen wir mal knapp 248.000, ist okay. So, vom Fahrplan sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Türen sind zu, Abfahrt. Also hier habt ihr auch übrigens spezielle Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ich glaube, in der Stadt selber sind es maximal 30. Außerhalb der Stadt sind es 60 Meilen. Da dürft ihr nicht rüberkommen. Und im Gegensatz zur Bus-Simulator-Version gibt es hier auch eine Notbremse, beziehungsweise ihr könnt und müsst auch zeitweise sanden. Also sanden müsst ihr zum Beispiel, wenn ihr abfahrt und es regnet und die Gleise zum Beispiel sind schlüpfrig. Ihr müsst auch sanden, wenn ihr bergauf fahrt, sonst verliert die Tram massiv an Leistung oder kommt den Berg gar nicht hoch. Also all diese kleinen Feinheiten sind dazugekommen, bloß leider kein Fahrkartenverkauf. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann noch. Ich fürchte aber eher nicht. Gut, ist ja nicht so, als wenn wir nicht genügend hier beim Fahren schon zu tun hätten, ne? Aber ich finde, es gehört eigentlich dazu, ne? Ja, was ist? Wollt ihr nicht einsteigen oder was ist hier? Kerle, wir haben doch keine Zeit. So, den Blinker kann ich eigentlich gleich draußen lassen hier. Holla, holla. Also ich muss mich da wirklich umgewöhnen, weil ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich versuche oder, ja, dran gewöhnt bin, die Tram so zu fahren, wie ich sie im Bus-Simulator gefahren habe. Und das ist, wie gesagt, eine ganz andere Sache. Oh, ich muss die Weiche noch schnell stellen. Das wäre jetzt fatal geworden, sonst hätten wir eine unfreiwillige Ehrenrunde gedreht. Okay, läuft. Ja, hier mal so eine kleine Teilstrecke, wo wir mal so ein bisschen Leistung aufschalten können hier. Oh, ich bin aber ein bisschen zu schnell hier schon.
so. Also wenn wir die Runde fertig haben, werden wir auch nochmal eine zweite Tram raufsetzen, dass wir hier einen fließenden Verkehr haben, dass also die Wartezeiten auch nicht so hoch sind. Ah, ich habe ein bisschen Verspätung, ne? So ein paar Sekunden, aber trotzdem, das ist ja nicht so doll, ne? So, halte ich hier jetzt schon? Ich glaube ja, ne? Ja. Also ihr habt es gerade gehört, ne? Manchmal pumpe ich die Bremse auch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen genauer steuern kann. Die Bremsaktion hier. Was ich ein bisschen schade finde auch, ist, dass neben dem fehlenden Kassengerät es auch tatsächlich keine Busse gibt. Also man soll sie ja nicht fahren, es ist ja der Tram-Simulator, ist klar. Aber dass sie wenigstens hier durch die Stadt mal fahren, ne, dass man da mal einen sieht, gibt es auch nicht. Das sind so, ja, zwei Dinge, die mir von Anfang an aufgefallen sind, schon damals, als das rausgekommen ist, das Ganze hier. Wer den Bus-Simulator 21 Next Stop sich gekauft hat, der hat ja dieses Spiel, den Tram-Simulator, mit drin, als Bonus sozusagen. Ansonsten, wer es sich kauft, sind knapp 20 Euro. Ist es auf jeden Fall wert, definitiv. Aber wie gesagt, wer das Original kennt, beziehungsweise noch sieht, wie die Tram als Demo-Version dargestellt war, der wird, wie gesagt, die Kasse vermissen und natürlich auch die Busse. Wenn auch nur als Dekoration, selbst so sind sie nicht drin. Es wundert mich auch ein bisschen, dass jetzt, ja, es ist eine gewisse Zeit vergangen, seit der Tram-Simulator veröffentlicht wurde, dass das nicht gefixt wurde. Also mir kommt das so ein bisschen vor, als wenn man da eine große Idee hatte und das jetzt so ein bisschen das Stiefkind ist, das Spiel hier. Was ich schade finde. Also der Tram-Simulator kann durchaus für sich alleine stehen, gerade wegen der eigenen Steuerung. Was ist denn da mit den Leuten los? Haben die eine Unterführung in die Tram? Habt ihr das gesehen? Völlig verrückt. Okay. So, Türen zu, weiter geht's. Nee, aber das wundert mich eben halt, weil doch einige Zeit vergangen ist. Man hätte das fixen können und nichts ist passiert. Ne? Deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, ist nicht so gut angekommen, dann lassen wir es eben halt. Ne? Ist schade. Kenne ich so auch von Astragon eigentlich nicht. So, wir müssten jetzt gleich unsere erste Runde hier hinter uns haben. Ne, es ist dann doch länger ausgefallen, als ich mir dachte. Aber warum auch nicht? Die soll ja auch eine Fahrstrecke haben hier, die Tram. So ist es ja nicht. Ich hoffe, wir haben gleich schon eine relativ gute Bewertung für unsere NPCs, wenn die übernehmen. Dass ich die guten Gewissens dann auch alleine fahren lassen kann, die Strecke hier. Also von der Auslastung haben wir es gut geplant, ne? Also wir haben eigentlich einen guten Zufluss und Abfluss von Fahrgästen. Das klappt, finde ich, sehr gut. Ja, wir haben 30 Sekunden Verspätung, 40 irgendwas rum, aber ist okay. Gemessen an der Deutschen Bahn. Wie immer. Okay, South Amador Ost, das heißt, hier müssten wir jetzt gleich unsere Runde beenden. Hier müsste jetzt auch gleich die Pause kommen, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal, ob das alles gleich so hinhaut, wie ich es eingegeben habe.
Aha. Sag ich doch. Endstation. Alles raus, was keine Miete zahlt. So, hier wird abgerechnet. Das ist schön. Das wollte ich jetzt aber gar nicht sehen. Ich wollte jetzt... Oh, schwebende Menschen. Ich kann schwebende Menschen sehen. So, 89% erreichen die Fahrer. Das soll mir jetzt in diesem Moment aber erstmal reichen. Ich bin die Strecke ja jetzt definitiv auch bestimmt nicht das letzte Mal gefahren. Ich übergebe das jetzt mal an Kollegen und dann werden wir mal eine zweite Tram fertig machen, bereitstellen und einem Kollegen zuordnen, dass wir uns dann der Planung der zweiten Linie zuwenden können. Ich will jetzt nur mal ganz kurz was schauen. Okay. So. Einmal Abfahrt bitte. Da fährt sie hin. Ich wollte sie euch ja natürlich nochmal so zeigen. Ja, jetzt steht er wieder. Also es hätte mich gewundert, wenn er jetzt auch gleich abfährt, weil eigentlich hat er jetzt 3 Minuten Pause. So habe ich es jedenfalls eingegeben. Das gibt uns mal Zeit, mal so einen Blick auf das Außenmodell natürlich auch mal zu werfen. Wie bei Bussimulator hier auch sehr liebevoll gemacht mit den Digitalanzeigen und so. Das funktioniert auch. Ihr könnt auch die Digitalanzeigen selber natürlich nochmal nachjustieren bzw. einen eigenen Text eintragen. Was weiß ich, Disco-Tram oder so, keine Ahnung. Ne? Das geht alles. Ist auch sehr schön und einfach gemacht. Ansonsten die Steuerung wie im Bussimulator, ne? Richtungstaste nach links. Da hat man dann wieder das Kreismenü, das ihr ja auch kennt und schätzt aus dem Bussimulator. Alles ähnlich, alles fast gleich sogar, bis auf die Steuerung. Ne? Und die fehlende Kasse. Gut, dann müssen wir nochmal hier zurück. Wir brauchen eine weitere Tram für unsere Strecke. Da ist sie. Ist gar nicht mal so günstig, ne? Knapp 3 Millionen. Da geht das Geld dahin, du Junge, Junge. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, werden wir sie auch gleich entsprechend zurecht machen und ausstatten. So, dann lass mal gucken. Mein Aussehen, Vollverklebung. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir hier eine schöne Standard? Wir sind ja jetzt wieder in Angel Shore. Das heißt, wir können hier auch wieder die doch ganz nice Angel Shore Lackierung direkt verwenden. Ich glaube, da war sogar eine für Lakeside View direkt. Das würde ja passen. Wir fahren ja auch durch Lakeside View. Oder war die nur beim Bussimulator drin? Das kann natürlich sein. Schade. Ja gut, da müssen wir uns was anderes überlegen. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ihr merkt das, ne? Aber hier der Stadt... Das Stadtmotiv, finde ich, geht immer. So. Aber ich mache heute sowieso keine Hektik. Wie gesagt, für mich ist noch früh am Morgen. Ne, wir gehen es ruhig an heute. Wir gehen es ruhig an. Übrigens, heute Abend am Freitag gibt es dann natürlich wieder live The Walking Dead. Ne, die Telltale-Serie. Aktuell sind wir ja in der 3. Staffel gelandet. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Ne? Das mal so... Ganz nebenbei. So, wir nehmen mal die tolle Spring of Affection Werbung. Und jetzt brauchen wir das... Warte mal. Achso, ich muss ja die Änderungen übernehmen. Um Gottes Willen. Jetzt habe ich die Sitze nicht gemacht, aber die sind hier einigermaßen neutral. Das lassen wir jetzt mal so. So, kurzer Blick auf unser Machwerk. Sieht doch ganz schnittig aus. Ne? Sehr coole Farben. Farbenfroh, das passt zu Angel Shore. Ja, bim bim. So, jetzt müssen wir sie nur noch unserer Strecke zuweisen. Route auswählen. So, Vollzeitfahrzeug natürlich auch hier. So. Das heißt, hier ist mein Job jetzt getan, weil wir übergeben die jetzt auch an einen Kollegen, der dann die Tour für uns fährt.
So, es sollte gleich da sein, der Kollege. Da würde ich doch mal sagen, Abfahrt, Herr Kollege. Hallo, Sie haben nicht geläutet. Wieso läutet der nicht, wenn er abfährt? Haben die das denn nicht gelernt? Sehr schön. Aber er hat einen zügigen Fahrstil, wenigstens etwas. Gut, dann schauen wir mal auf den Plan. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt ein bisschen warten müssen und fahren müssen noch für die nächste Tram, weil wir sehen hier schon, wir haben jetzt 1190. Wir brauchen knapp 2 Millionen für eine einzelne Tram. Das heißt, wir werden mal gucken, ob wir das noch hinkriegen in der heutigen Folge. Ansonsten natürlich in der nächsten Folge werden wir dann nochmal weiterfahren und hier die erste Tram für die zweite Strecke zu bekommen. So, wo wir gerade beim Thema sind, zweite Strecke. Jetzt würde ich gerne, weil die kommen immer so schön im Doppelpack daher, ne? West Oakwood, Oakwood und St. Anthony bieten sich ja an, direkt miteinander zu verbinden. Würde ich sagen, machen wir das doch mal. Mal sehen, wie mein Plan funktioniert, ob er funktioniert. Die Frage ist jetzt gerade, wo fangen wir an? Moment. Das Schlimme ist, hier sind so viele Aussteigerhaltestellen und vergleichsweise wenige Einstiegshaltestellen. Das macht mir so ein bisschen Kopf. Das ist so einigermaßen ausgeglichen hinbekommen. Ja, ihr seht schon, das wird jetzt keine... Das wird jetzt keine, sag mal, durchgehend ausgeglichene Strecke. Na, ich habe denselben Effekt eigentlich wie bei der anderen Strecke auch, ne? Schiete. Obwohl, warte mal. Könnte ich hier noch... So, wir haben jetzt Verhältnis 3 zu 3. Ich denke, dann sollten wir das so lassen, oder? Weil dann machen wir das auch als Ringlinie, ne? Also er fährt hier St. Anthony, Oakwood einmal, West Oakwood, dann wieder retour. Hier kratzt er noch Lakeside View, was ja nicht schlecht ist. Haben wir nochmal eine Umsteigerhaltestelle sozusagen. Und dann wieder zurück nach St. Anthony im Schleifenmodus. Ich glaube, das können wir tatsächlich so lassen. Änderung übernehmen. Moment. Hat das jetzt oder hat das nicht? St. Louis Road wäre dann die letzte. Nee, das passt eigentlich so. Müsste so passen. So, hier mache ich wieder die Wartezeit an der Endhaltestelle. Passt. Ja, jetzt haben wir eine schöne Strecke, aber keine Tram. So, das heißt also, wir müssen einmal mindestens nochmal die Linie 1 hier fahren. Was jetzt nicht schlimm ist. Warte mal. Ah, ist gerade abgefahren hier. Hier müsste sie gleich kommen. Ja, haha. Das ist sogar die, die wir gerade bearbeitet haben. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass wir gleich ein, zwei Minuten Zeit haben. Weil er dann hier Pause macht. Das könnte uns unter Umständen passieren. Und wir werden auf jeden Fall schon mal hier die Tram übernehmen. Nee. Bitte alle aussteigen. South Amador East. Das sind wir doch jetzt, oder nicht? Ja, das sind wir. Wir sind ein bisschen zu früh angekommen. Oh, ich sehe schon, es fängt an zu regnen. Peru Place. Nur echt mit Regen.
So, wir warten jetzt mal ganz kurz, bis hier der Countdown abgelaufen ist, weil ich bin ziemlich sicher, jetzt kommt erstmal die Pause. Moment. So, 10, 9, 8, der Countdown läuft. Nee, nee, die Pause, die kommt, glaube ich, gleich erst. Ja, müssen wir mal gucken. Das habe ich jetzt dann doch nicht so geschickt gemacht. Warte mal. Hallo, es ist die Tür nicht zu. Dann ist die Pause an der nächsten Haltestelle. Wenn er nicht schon Verspätung hatte, was ich nicht hoffe. Wieso führt er mich jetzt hier rum? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, aber okay. Hä? Habe ich jetzt was verpasst? Moment, wieso? Wieso fahre ich hier jetzt die kunterbunte Ehrenrunde? Kann mir das jemand sagen? Naja, immerhin was Neues. Ich bin, Entschuldigung, gerade ein bisschen verwirrt. Alles sehr merkwürdig hier. Ich bin sehr verwirrt. Ja gut, da müssen wir eben halt keine große Pause machen. Das ist auch in Ordnung. Bin ich völlig dabei. Bloß warum? Das ist eine Schleifenlinie. Sehr, sehr komisch. Also wenn ihr den Fehler findet, ne, dürft ihr ihn behalten. Nee, also wenn ihr wisst, was da Phase ist, warum das so ist, sagt mir mal ruhig Bescheid, schreibt mir mal in die Kommentare. Ich finde den Fehler nicht. So, Haltestelle haben wir nebenbei mal schick ausgebaut hier. So, und jetzt regnet es. Und jetzt wird es rutschig hier, deshalb sande ich immer kurz vor der Anfahrt, damit sie auch in Schwung kommt hier. Das macht ihr bei der PlayStation mit der Dreieckstaste. Ich finde die Scheibenwische immer so ein bisschen langsam, ne? Aber so ein bisschen komisch vor. Eine verlassene Seele steht hier, ganz allein. So, jetzt geht's los. Jetzt kommen wir schon an den Punkt, wo wir die Haltestellen ausbauen können, was ich gut finde. So, wieder sanden. Also ihr merkt schon jetzt hier so vom Ablauf, ne, es ist was völlig anderes als die Demo-Version im Bus-Simulator. Ich glaube, das ist ziemlich deutlich jetzt hier auch zu sehen. Es ist eben halt auch eine Umgewöhnung. Ihr habt jetzt hier auch nicht mehr diesen Geschwindigkeitsbegrenzer und solche Geschichten. Die Tasten sind ja jetzt anders belegt, ne? Also wie gesagt, zum Teil also auch durch diesen Sander zum Beispiel, den ihr hier braucht. Das ist so schon so ein kleines bisschen Umgewöhnung. So schön bimmelnd, weil da vorne ist nämlich gleich auch noch ein Zebrastreifen und dahinter die Haltestelle. Ganz tolle Kombi. Ja, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag mit dem Haltestellenausbau.
So, sind alle raus hier? Oder rein, dementsprechend? Es sieht so aus. Einmal sanden und Abfahrt und Leute nicht vergessen. Es müsste doch schon mal der nächste Zahltag hier kommen, oder? Und grün wird's endlich. Also mit dem Klingeln, das hilft tatsächlich, Freunde, ne? Also jedenfalls beim Tram-Simulator hier. Wenn ihr schon klingelnd drauf zufahrt auf den Überweg, in der Regel... Ah, shit, ich habe die Haltestelle verpratzt. Schlechte Halteposition, ja, ich weiß. Aber besser als gar nicht. Jetzt hat mich so versabbelt hier. Aber egal, wir haben sie noch. Alles gut. Ich habe sie nicht ganz vergessen. Jetzt war ich so gerade so beim Sabbeln, ne? Leute. Ja, ihr müsst schon einsteigen, Freunde. Ne? Ich kann ja nicht hier ewig und drei Tage warten, dass ihr euch bequemt, hier einzusteigen. Das geht nicht. Es gibt natürlich ein bisschen Abzug, aber was soll ich machen, ne? So ist das nun mal. Der Regen geht mir jetzt ganz schön auf den Sender, muss ich sagen. Das ist... kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Wollte ich mal so ein bisschen Schmackes hier geben auf der Strecke. Erwische ich natürlich eine rote Welle, ne? Super. Also was man auch merkt, diese Tram hier in der Vollversion braucht deutlich länger, bis sie in Schwung kommt. Also auf Höchstgeschwindigkeit, also auch beim Anfahren merkt man, braucht sie länger. Was durchaus auch realistischer ist. Ja, ich finde es ein bisschen schade. Also dieser Ableger ist so ein bisschen untergegangen. Ich finde das ein solides Spiel. Von der Grafik brauchen wir nicht reden, ne? Ist definitiv solide. Aber es gibt eben halt ein, zwei Sachen, die ich schon angesprochen habe, ne? Die eben halt fehlen. Was schade ist, aber man kann es trotzdem sehr gut spielen. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr vom Tram-Simulator Urban City Life ein bisschen mehr sehen wollt. Dann mache ich das gerne für euch. Also ich persönlich werde es tatsächlich mal öfter wieder mal reinhauen und spielen. Weil ich finde es ein schönes Spiel. Und eine schöne Abwechslung zum Bus-Simulator. So, wann ist denn hier mal wieder Zahltag, Freunde? Was ist denn hier los? Ich brauche Kohlen für die nächste Tram. Da sind wir aber dynamisch jetzt reingerauscht, ne? Junge, Junge. Jetzt endlich Zahltag. Lass mal sehen, was da reinkommt hier. So, 1 Million. Das ist gut. Weil wenn wir diese Route dann vollständig gefahren sind, können wir umsteigen, dann können wir noch eine Runde mindestens drehen auf der neuen Route, auf der zweiten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, sind alle rein und raus? Sehr gut. Ja, läuft ja doch besser, als ich dachte hier. Jetzt müssten wir eigentlich auch gleich schon fast durch sein mit unserer Runde. Okay.
Ja, gut, dass wir hier die Runde noch gedreht haben. Jetzt können wir wenigstens ausbauen hier die gesamte Strecke. Und wieder verschwinden unsere Fahrgäste im Kellergeschoss. Keine Ahnung, was da passiert ist. So, versuchen wir mal ein bisschen dynamischer zu fahren hier mit knapp 30 Meilen pro Stunde. Ist schon relativ zügig, man darf nicht vergessen, Meilen sind ja ungefähr über den Daumen gepeilt, das Doppelte in km/h, ne? Komm ran hier. Ja, das ist unsere große Ausbaurunde hier. Ich sehe das schon gerade. Oh, wir haben, das habe ich gar nicht gesehen. Wir haben einen Rollifahrer da. Okay. Nehmen wir natürlich mit. So, komm, roll rein hier, Kollege. Okay. Dann wieder rein in den Bums, Tür zu und Abfahrt. Na, das war jetzt ziemlich fesch durch die Kurve, ne? Wunder mich, dass da jetzt kein Warnton angegangen ist. Das ist übrigens auch ein Unterschied zum Bussimulator 21, vor der Tram, die ihr dort kennt. Hier gibt es tatsächlich auch Warntöne, ne? Wenn ihr die Geschwindigkeit überschreitet oder zu schnell in eine Kurve fahrt, ne? Bin ich jetzt zu früh angehalten? Ich glaube, ich bin zu früh angehalten, ne? Schiede! Nicht aufgepasst hier. Ja, das, genau, das Endhaltestelle. Sehen wir auch schon gerade. Na gut. Hier hat man das gerade übrigens sehr schön gesehen. Wenn ihr rechtzeitig klingelt, bevor ihr rüberfahrt über den Zebrastreifen, dann weichen die Fußgänger aus. Meistens. So, hier brauchen wir nochmal die Rampe. Da kommt er rausgerollt. So, wir haben auch die Prozentzahl, den Prozentsatz der NPC-Fahrer erhöht. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können hier ruhigen Gewissens jetzt wieder abgeben. Sehr schön. So, Herr Kollege, weiten Sie Ihres Amtes. Ach, Entschuldigung, Frau Kollegin. Gottes Willen. Wir wollen hier ja richtig gendern. Hallo? Ich glaube, ich bin letztes Mal zu weit gefahren, weil die fährt jetzt keinen Umweg. Die fährt gerade weiter. Ich glaube, ich bin bei meiner letzten Runde einen zu weit gefahren. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Gut, wir haben jetzt wieder etwas über 2 Millionen. Das heißt, wir können jetzt auch unsere zweite Route bestücken. Das heißt, ab in den Shop und dann holen wir uns eine leckere Tram. Die ist natürlich, das ist einer meiner Favorites, vielleicht sogar mein Favorite überhaupt. Die werden wir uns später gönnen. Wir werden erstmal beim Standard-Two-Cities-Modell bleiben. Moment, wo ist sie hin? Hat er sie jetzt nicht gekauft? Was ist jetzt passiert? Hallo? Ich wollte doch. Was kann ich nicht? Moment.
Nein, die wollte ich nicht. Die ist zwar kultig, aber die hat viele Nachteile hier, unser Oldschool-Modell. Sage ich euch gleich auch welche. Ihr habt kein On-Screen-Display für den Navigator und auch nicht für die Geschwindigkeit. Das heißt, ihr fahrt mehr oder weniger blind. Ne? Das Ding ist kultig, aber... Also von den Finanzen sollte es doch gepasst haben. Kann ich die verkaufen? Kann man eigentlich Fahrzeuge verkaufen? Das habe ich nie gemacht. Kann man. Warte mal. Weil das wollte ich jetzt nicht. So, jetzt warte mal kurz. 1.900.000... Blablabla. Moment. Wir müssen hier raus, weil die gehört nicht uns. Also hier nochmal ein Blick in das gute Stück. Ich meine, schön ist sie. Ne? Ihr kennt mich. Ich liebe auch diese alten Kisten. Aber wir können das ja mal ganz kurz zeigen hier. Ne, das ist alles, was ihr habt. Ne, mehr gibt's nicht. Ne, also ihr müsst da wirklich schon ein bisschen mehr pro unterwegs sein, weil ihr seht euer Tachometer auch nicht. Ihr seht eure aktuelle Geschwindigkeit nicht. Das ist nicht so gut. Finde ich. So, wer kloppt denn da? Hallo? Es spukt! Wieso höre ich es hier irgendwo klopfen? So, und jetzt sehe ich nämlich das Problem. Das sind knapp 3 Millionen, die ich brauche für diese Strecke. Ach du Scheiße. Nee, das ist ein bisschen zu viel. Also da müssen wir noch 2-3 Runden fahren. Das will ich euch jetzt aber nicht zumuten. Mit diesem wunderbaren Blick auf den Klassiker. Wir werden ihn irgendwann mal fahren, wenn ich nervlich und psychisch gestärkt bin und gefestigt bin. Ich bin da heute Morgen noch nicht bereit für. Aber mit diesem wunderbaren Anblick dieses Klassikers möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Schreibt mir einfach mal, ob ihr mehr sehen wollt vom Tram Simulator Urban City Life von Astragon. Und wie es euch gefallen hat, würde mich freuen, auch natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. In diesem Sinne sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.